Hallo Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Tales of Monkey Island, Kapitel 5, das finale Kapitel Rise of the Pirate God. Ja, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir müssen einen Schwamm wieder zum Schrumpfen bringen, sprich ihn auf Diät setzen. Und da haben wir ja dieses Ding hier bekommen. Schon Kost der Sinne. Wie ein Schwamm versperren dir dicke Hüften und Waden die Sicht. Ja, ja, das brauchst du jetzt nicht mehr. Selbst dem kleinsten Mund kann das mit leichter Furcht dein kannst essen. Ja, haben wir schon alles. Also sehen kannst du nicht. Irgendwie müssen wir ihn also die Sicht wieder versperren. Ähnlich wie beim ersten Mal, da haben wir ihm ja auch eine Augenbinde gegeben. Kaum hören. Mit leichter Vorspeise wirst du wie ein König fühlen und dir treu bleiben. Sechster Sinn. Nachtisch riechen. Das ist, wie gesagt, die Socke, habe ich ja, glaube ich, schon gesagt gehabt. Und schmecken. Ja, gut. Lass uns erstmal jetzt weitergehen. Also, ich glaube, hier hinten waren wir fertig. Oh, gibt es eigentlich was Neues beim Kork-Automaten? Nee. Hätte ja sein können, dass da vielleicht, dass es da was Neues gibt. Lasst uns mal durch den anderen Riss gehen. Da hatten wir ja die Truhe. Ich glaube, das war hier unten. Da hatten wir ja die Truhe und eine Feder. Fühlen? Feder? Kitzeln? Vielleicht. Das könnte vielleicht was mit zu tun haben. So, gibt's hier was Neues? Wie läuft die Schatzsuche? Großartig! Ich arbeite an noch einem Voodoo-Zauber. Über diese Sachen hier vielleicht irgendwo gestolpert? Du suchst eine Art Flüstern, wie? Naja, ich schwöre, ab und an höre ich hier eine leise Stimme, die sagt, ich bringe es, Breitbusch, Treibgut, mein Teakvorrat. Ich dachte, das ist vielleicht der alte Stan, der mir unterschwellige Nachrichten ins Oberstübchen setzt, um irgendwelche Hölzer zu kaufen, die gerade keiner haben will. Gottes. Hm. Und er hört es hier? Aber hier ist doch eigentlich nicht wirklich was. Hm. Oder kommt es vielleicht aus dem Riss? Hm. Aber ich erinnere mich jetzt auch nicht, dass da im Riss irgendwas gewesen ist. Oh. Threepwood. Wow, dieses Geisterbinden muss mir zu Kopf gestiegen sein. Hallo, Guybrush. Ah, das kannst du also auch? Tut mir leid, aber ich muss meinen Aufenthaltsort immer noch verheimlichen und durch die Geschöpfe von Mutter Natur kommunizieren. Ausgerechnet durch eine tote Seemöwe? Der perfekte Ort, um unbemerkt zu bleiben. Na dann. Ich will ja nichts sagen, aber fliegen zu können wäre doch echt ganz praktisch. Okay, fangen wir wieder von oben an. Ich bin ein Zombie. Ja, bist du. Wo bin ich hier überhaupt? Ich fühle mich wie, nächster Halt, Zombie. Die Wiedererweckung von Leichen ist dir nicht fremd. Du bist jetzt vertraut mit der Gestalt, die LeChuck so gut kannte. Wie war? Das heißt, ich bin ein Zombie. Solchen Zuständen Namen zu geben, ist Torheit im Reiche des Voodoos. Ich bin ein Zombie. Wenn du darauf bestehst. Wer sind ein Zombie? Haben wir jetzt eigentlich auch Appetit auf Gehirn? Gibt es etwas, das ich über das Zombie-Dasein wissen sollte? Kennst du dich aus mit Zombies? Deine wahre Gestalt ist nicht verloren. Ah, endlich kommst du zur Sache. Aber eine solch mächtige Wiedererweckung liegt jenseits aller Voodoo-Künste. Dazu braucht es etwas ganz besonders Seltenes. Und war einen vierköpfigen Affen. Tränen einer Elfe, eine anständige Mahlzeit. Ich finde den vierköpfigen Affen gut. Oh, einen vierköpfigen Affen? Ich fürchte, das weiß ich auch nicht. Der Geist muss dazu gebracht werden, sich selbst wieder einzusetzen. Mehr kann ich dir nicht sagen. Ich komme gar nicht über diese tote Seemöwe hinweg. Lass dir gesagt sein, dass es im Leben oftmals nicht auf den Ursprung der Botschaft ankommt, sondern auf die Botschaft selbst. Aber das ist doch eklig. Du hast inzwischen sicher mitbekommen, dass Elaine die Dämonenbraut von LeChuck werden soll. Die Wege deiner Frau sind unergründlich, geebnet von unbekannten Mächten.
Sie ist ganz schön gemeingefährlich. Da gebe ich dir ausnahmsweise mal recht, Threepwood. Abgesehen davon, dass sie sich auf die Seite meines Erzfeindes geschlagen hat, weiß ich ihre Frechheiten für gewöhnlich zu schätzen. Sei vorsichtig, Guybrush. Du musst deine eigenen Entscheidungen treffen. Denn Elaine hat kein Vertrauen in die Kunst des Voodoos. Also ich glaube immer noch, dass Elaine, dass das alles zu planen ist, von Elaine ist. Die Frage ist nur, will sie uns dazu bringen, den Schwamm zu verkleinern und dann schlägt sie zu? Oder ist sie dadurch, dass sie jetzt eine Dämonenbraut ist, tatsächlich von LeChuck quasi beherrscht? Und wenn wir den Schwamm vielleicht schrumpfen, dass dann dieser Bann gebrochen wird und sie ist immer noch eine Dämonenbraut, kann das Ding Schwert nehmen und LeChuck umhauen. Deine Kunst des Voodoos hat mich zuletzt ganz schön in die Bredouille gebracht. Ebbe und Flut der Gezeiten unseres Leids können nicht gesteuert werden. Warum tust du mir das an? Was habe ich getan, dass du so sauer bist? Ich bin nicht deine Feindin, Threepwood. Im Gegenteil. Ich habe dich vermutlich vor dir selbst gerettet. Genau. Sag das mal meinem Wackelpudding von Körper hier. Seitdem LeChuck an dein Tagebuch gekommen ist, hat er es richtig auf dich abgesehen. Dieser gefürchtete Pirat LeChuck ist grobschlächtig. Das solltest du wissen, Guybrush. Auf Flotsam war er jedoch ziemlich überzeugt davon, dass du böse bist. Und was hat sich damals auf Flotsam noch alles zugetragen? Hat er nicht dich und deine Freundin Morgan Le Fay kaltblütig dahin gemeuchelt? Jo. LeChuck ist wahnsinnig wie eh und je. Er kann nichts für seinen Zorn auf dich oder mich. Das ist uns bekannt und liegt jenseits seiner Kontrolle. Du meinst also, LeChuck kann einfach nicht aus seiner Haut? Genau. Ja, hätte ich auch so gesagt. Hm? Ich habe eine halbwegs Voodoo-bezogene Frage. Als ich den Scheideweg geöffnet hatte, konnte ich hindurchschlüpfen, morgen aber nicht. Wie kommt das? Womöglich besitzt du noch irgendeine Art Verbindung zur materiellen Welt, an der du hängst. Hm. Du meinst meinen seidenen Faden des Lebens? Das heißt, LeChucks Leben hing auch noch an einem seidenen Faden, als er starb. Schon möglich. Aber wer weiß, ob dieser Faden sein eigener war. Das heißt, Morgan ist nicht durchgekommen, weil sie ihren seidenen Faden geopfert hat, damit wir dieses Portal aufmachen können. Wieso sollte ich dir das abnehmen? Niemand zwingt dich dazu. Ich verschwinde dann mal wieder. Wow, das musst du nicht. Ich habe alles gesagt, was ich im Moment sagen kann. Viel Glück, Guybrush. Lass dich nicht von den Mächten des Unbills oder durch die Dummheit anderer von deinem Weg abbringen. Warte! Ich glaube dir! Ach, Mann! Ja, also so wirklich viel gesagt hat sie ja nicht. Hey, Voodoo Lady, komm wieder zurück! So eklig ist die Möwe gar nicht. Na gut, dann nehmen wir die Feder mit. Der Hauch einer Berührung. Hauch einer Berührung. Also wenn du sagst, der Hauch einer Berührung. Schon kostet der Sinne. Wie ein selbst den mit leichter Vorsprung dein Sekt kannst du essen. Also sehen haben wir noch nichts. Selbst der kleinste Mund kann das geflüsterte Wort betören. Ein Klang so winzig, wie man... man kann ihn kaum hören. Aber hier mit leichter Vorspeise wirst du dich wie ein König fühlen. Hat das vielleicht was mit der Feder zu... Nee, da leicht wie eine Feder von halblebenden Vogeltier. Das haben wir jetzt. Aber zu was zählt das? Das zählt, glaube ich, zu dieser leichten Vorspeise, oder? Mit leichter Vorspeise wirst du dich wie ein König fühlen und treu bleibst du dir. Leicht wie eine Feder von einem halblebenden Vogeltier. Ich glaube, das da haben wir jetzt. Und das mit dem Riechen haben wir, glaube ich, auch. Ja, gut. So. Die Glühwürmchen haben wir, glaube ich, während des Trinkgeldings. Nein. Wenn wir das mit Zuckerwasser füllen könnten. Mal riechen. Kleiner Tipp. Kleb dein Trinkgeldglas fest. Kleiner Tipp. Hä? Achso. Ich wollte aber eigentlich das da noch anschauen. Aber wo ist es denn jetzt? Das hier. Old Brute Deodorant. Bonsoir, Stinkerachsel. Das hat aber auch was mit Riechen eigentlich zu tun. Na ja, gut. Schatzkiste.
Na, so eine Überraschung. Abgeschlossen. Aber wir haben wieder den Haken. Und da drin haben wir... Sieht aus, als wäre jemand unterwegs zu einem LeChuck-Kostümwettbewerb. Threepwood! Ja, hör auf damit! Da drin wirst du ein paar der Dinge finden, mit denen es LeChuck möglich war, sich so sehr an deine geliebte Elaine heranzuschmeißen. Was? Ich glaube nicht, dass ich da noch einmal hineinsehen will. LeChuck war schon in Menschengestalt höchst beeindruckend. Aber wir alle können manchmal ein wenig Voodoo-Unterstützung gebrauchen. Ich denke, Voodoo-mäßig war's das soweit. Wenn du Vertrauen suchst, sollte LeChucks Gürtel ausreichend sein. Findest du es nicht seltsam, dass LeChuck seinen Kram hier einfach so liegen lässt? Man sollte annehmen, er hätte ihn loswerden wollen. LeChuck ist unvorsichtig. Der tote Vogel hilft mir nicht, ihr mehr zu vertrauen. Also LeChucks Gürtel. Und der ist Voodoo-mäßig gut drauf. Das ist die Gürtelschnalle, die LeChuck als Mensch trug. Komisch, dass man mit einem Lächeln im Gesicht immer vertrauenswürdig wirkt. Selbst als Totenkopf. LeChucks bezaubernde Gürtelschnalle. Okay, vielleicht kann man da ja irgendjemand bezaubern mit. Vielleicht Elaine, vielleicht jemand anders. Okay, ich glaube, hier sind wir auch fertig. Oh, Am besten, du streichst gleich die Segel. Du jagst mir keine Angst ein, LeChuck. Aber ich will dir doch gar keine Angst einjagen. Ich will dich einfach nur umbringen. Uah! Na dann. Einer hat ein bisschen an Monkey Island 2, wo LeChuck immer in der Kanalisation hinter einen her war. So, jetzt will ich was ausprobieren. Ah, sie vertrauen mir auch so. Na dann. Boot. Vielleicht gibt es im Diebesversteck noch was Neues. Nach Flotsam können wir. Und vielleicht kommen wir jetzt auch aus dem Club 41 42 heraus. Oder wir gehen mal nochmal ins Piraten. Da bist du ja wieder, mein Freund. Aufs Piratenschiff von LeChuck. Einfach mal zu probieren, was da ist. So, gibt's denn bei dir irgendetwas Neues? Sieht aber nicht wirklich danach aus. Verzeihung? Was ist, mein Freund? Ich brauche ein paar Sachen, um einen riesigen Voodoo-Schwamm schrumpfen zu lassen. Weißt du, wo ich diese Zutaten finden kann? Naja, ich habe hier tatsächlich irgendwo ein altes Geheimnis rumliegen. Was ist das für ein Geheimnis? Was denn? Es ist ein Geheimnis. Aber das ist ja das Geheimnis, das hier war das. Ob wir das einfach so mitnehmen können? Ich brauche ein... Naja. Was? Ja, okay, das was ist denn? Immer das. Es. Zu was zählt das Geheimnis? Bis später. Bis zum... Moment. Nochmal kurz schnell reinschauen. Ach, verdammt. Schon Kost der Sinne. Wie ein Schwamm versperren dir dicke Hüften und Waden die Sicht. Und sehen kannst du nicht. Selbst den kleinsten Dein sechster Sinn ist voll von unerfüllten Schicksalen. Mit leichter Vorspeise wird... Dein sechster Sinn ist voll von unerfüllten Schicksalen. Dieses Geheimnis hilft dir, den Gürtel enger zu schnallen. Kannst du den Nachtisch also essen bei... Also ein Geheimnis, das wir da rumliegen haben und einen Gürtel. Wir haben eine Gürtelschnalle. Können wir das Geheimnis jetzt mitnehmen? Wie sich herausgestellt hat, brauche ich ein Geheimnis, um einen riesigen Voodoo-Schwamm zum Schrumpfen zu bringen. Kann ich es haben? Nein, du kannst es nicht mal stehlen. Es muss mit dir geteilt werden. Okay, teile es mit mir. Ich weiß nicht, mein Freund. Du siehst mir nicht so aus wie jemand, dem ich ein solches Geheimnis anvertrauen kann. Aber ja doch, bin ich so jemand. Ich behalte ja zum Beispiel auch für mich, dass Elaine ihre Oberlippe wächst. Oh, hoppla. Aber du bist ein Dieb, mein Freund. Jeder weiß, dass man Dieben nicht trauen kann. Du bist auch ein Dieb. Verzeihung. Was ist...
Ich brauche ein paar... Was ist das für ein Geist? Was ja, denn? Das ist nur das hier wieder. Na, kein... Komm schon, verrat mir dein Geheimnis. Ich sag's auch nicht weiter. Ich fürchte, du bist mir nicht vertrauenswürdig genug. Dann versuchen wir ihn doch mal zu bezaubern. Sieh dir das hier mal an. Nicht schlecht, mein Freund. Hast du das selbst geklaut? Und wie? Direkt von LeChucks Gürtel. Das glaube ich dir. Ach ja? Und wenn ich behaupten würde, ich hätte es von einer dreiköpfigen Meerjungfrau, die mit ihrer riesigen Weltraumschildkröte aus der Zukunft hierher gekommen ist? Ich vertraue dir, mein Freund. Wenn du das sagst, wird's schon stimmen. Okay, wenn er uns jetzt vertraut? Nettes Geheimnis, das du da hast. Vertraust du es mir an? Eigentlich traue ich Diebsgesindel wie dir nicht recht über den Weg, aber du hast da so etwas an dir... Ach, das ist nur das verzauberte Voodoo-Amulett, das da aus mir spricht. Was? Nichts. Okay, wir haben das Geheimnis. Dieser Piratendieb hat mein Voodoo-Vertrauensamulett gestohlen. Nicht übel, der Kerl. Ja, der ist echt nicht übel, aber dafür haben wir jetzt das Geheimnis. Psst, das ist geheim. Das können wir dann auch mit den Schwamm benutzen. Viel Glück beim Stibitzen. Ich muss dann mal... Beehr mich bald wieder, mein Freund. So, sollen wir nochmal auf das LeChucks Schiff gehen, einfach mal schauen, was passiert? Oder nach Flotsam? Wir gehen erstmal ganz kurz, einfach mal schauen, was passiert. Ob wir da irgendetwas machen können oder ob wir gleich wieder zurückkommen. Ich gehe da nicht wieder rein, solange Elaine ein durchgeknallter Dämon mit einem verfluchten Entermesser ist. Ah ja, okay. Ich muss zuerst den Schwamm zum Schrumpfen bringen. Okay, dann gehen wir nach Flotsam. Ah, ich könnte ja schon anfangen, wenn wir das erste nicht schon... Aber das erste haben wir ja noch nicht mal. Das ist ja das Problem. Und morgen ist auch irgendwie nirgends mehr zu finden hier. Mal da oben war ja nicht wirklich noch was, oder? Ich würde ja morgen einen Lebensfaden geben, dass er auch wieder zurückkommen kann, aber wir haben ja nur unseren eigenen. Ob er uns gleich wieder ins Gefängnis schickt, wenn wir mit ihm reden? Tatchen Teppich. Wieso rennst du jetzt auch so komplett außenrum, um zu dem Fass zu kommen? Komische Wegfindung. Banan, wie Grog für Affen und Hauptverursacher von Affendiabetes. Kannst du... Ah. Nee, kannst du nicht. Da? Das glaube ich nicht. Ich hätte jetzt gedacht, wir könnten uns vielleicht das Ding hier füllen, aber ja, okay. Dann halt erst einmal nicht. Dann reden wir nochmal mit dir. Oh, eine Augenbinde. Das könnte man für den Schwamm brauchen. Wie kommt's, dass es nur eine davon gibt? Ich dachte, alle Mitglieder müssten in der Probezeit die Augen verbunden haben. Probezeit? Hier gibt's keine Probezeit. Aber ihr Rausschmeißer meinte... Aber dieser Rockrip ist stets für einen Spaß zu haben. Das könnten wir doch mit dem Schwamm benutzen. Dann hätten wir das erste erledigt, oder? Extrem brennbares Zündholz für Trauernde. Können wir aber nicht mitnehmen. So, wenn ich jetzt mit dir rede, schmeißt du uns ins Gefängnis wegen Zombie? Hey, WP. Warten Sie, ich habe meine alte Form beinahe wieder. Nee, komischerweise, wir können uns ins Kittchen wieder bringen. Ich muss La Esponja Grande mit diesem Voodoo-Zauber zum Schrumpfen bringen. Diese Sachen hier vielleicht irgendwo gesehen? Auf Schnitzeljagd gehe ich schon lange nicht mehr. Und normal große Hosen offenbar. Hey, ich habe eine dufte Idee. Du befindest dich in einer Bar, die buchstäblich aus Treibgut besteht. Vielleicht siehst du dich einfach mal um. Ich ergebe mich. Werfen Sie mich ins Kittchen. Weswegen?
dafür, dass ich meinen eigenen Körper entführt habe. In Ordnung, gehen wir. Okay, das geht tatsächlich. Oh, Backei ist weg. Also, was, okay, wir kommen da wieder raus. Wir haben da die Kaugummis, die nimmst du ja nicht mit. Ich habe den Seelenkaugummi bereits gefunden. Also, nein, ich werde keinen vorgekauten Kaugummi mehr kauen. Was ist mit diesen Stalagniten? Vollkommen Geschmack. Geschmack? Essen, bei dem du nichts schmecken sollst. Dieser ABC-Kaugummi könnte passen. Essen, wo man nichts schmeckt. Das wird ja passen. Ich gehe lieber wieder an die Bar. Jetzt müssen wir wenigstens dann auch, wo wir da rauskommen. Ein Handtuch, Sir. Danke. Trautes Heim, Glück allein. Nur ziemlich mitgenommen, in Anbetracht der Situation. Lasst uns noch mal ganz kurz auf die Liste hier schauen. Also, wenn ein Schwarm versperren dir dicke Hüften warten, die Sicht und sehen kannst du nicht, wir haben die Augenbinde. Selbst den kleinsten Mund kann das geflüsterte Wort betören. Ein Klang so winzig, man kann ihn kaum hören. Das haben wir noch nicht, glaube ich. Mit leichter Vorspeise wirst du dich wie ein König fühlen und treu bleibst du dir, leicht wie eine Feder von einem halb lebenden Vogeltier. Das ist die Feder. Dein sechster Sinn ist voll von unerfüllten Schicksalen. Dieses Geheimnis hilft dir, den Gürtel enger zu schnallen. Das ist der Gürtel. Das Geheimnis, das Hammer. Kannst du den Nachttisch riechen? Neutralisiere den Geruch und lass ihn liegen. Das dürfte die Socke sein. Und Essen, bei dem du nicht schmecken sollst, hilft dir dabei, dass du nicht bald durch die Gegend rollst. Das ist der Kaugummi. Dann hätte man nur noch das mit dem Hören, hätte ich gesagt. Ansonsten hätten wir alles zusammen. Schauen wir mal, kommen wir jetzt zum Ausgang raus? Vorsicht, Threepwood! LeChuck lungert vielleicht immer noch da draußen herum, um uns alle abzumurksen. Bis sich die Lage wieder entspannt hat, sind die einzigen sicheren Orte auf Flotsam Island mein Club und meine Zellen. Na dann, wir kommen doch nicht raus. Ich habe es gehofft, dass wir da draußen noch was finden. Aber warte mal. Hören. Wir haben ja gesagt, was mit Hören. Und der auf der Schatzsuche hat doch gesagt, dass er immer so ein Wispern oder irgendwas hört. Wir sollten bei der Schatzsuche Dingsbums nochmal vorbeigehen und da nochmal schauen, ob wir da noch irgendwo irgendwas finden. Ich glaube, da findet man die letzte Zutat. Ich weiß zwar noch nicht wo, aber wir schauen es einfach mal an. In der nächsten Folge. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.